Kann mich nicht mal mehr am Gerät anmelden, ja geil. Uff. Oh Mann, das ist scheiße. Technik, die begeistert. Habe ich mit gerechnet, das ist aber schuld. Ja, aber trotzdem kack. Dankeschön. Ich glaube, durch die Heizdecke werde ich auch automatisch müder. Wärme macht müde. Ja. Und wetten, wenn ich gleich den Stream dann ausmache, werde ich ja wach. Nein, Jinx, die Klappe sagt nichts. Das kann nur was Ferkliges sein. Der will mich überall abziehen, Penner. Willkommen. Viele gute Sachen. Der besondere reisende Joyster-Laden habe vielleicht was, was ihr braucht. Oha, du kannst hier sogar schon Essen kaufen. Was? Ah, wie teuer. Krasse Scheiße. Blauer Ziegel, ein Anblick, der beruhigt. Wow. Khalifas Notizbuch. Ara Ara. Sven Dams Maske. Da ist dieser blöde Penner, den ich meine. Da ist dieser blöde Penner. Ja, ich sag's gern nochmal. Sven Dam ist so ein. ここまで来たか。だが、この火炎放射器は。しゅけ。誰に聞いてやがる。とにかく、これを壊されるわけにはいかん。正義の名のもと、成敗してくれるわ。ということで、いいよな。ああ、好きにしろ。でも勝つのは俺たちだけどな。よろしい。 ならば、 ベニエスロビーの精鋭がお相手をしよう。ということで、本当にいいんだよな。 Oh, was ist das denn für ein Spacki, ey? Meine Fresse, warum? Ist das wirklich in Ordnung für euch? Oh, warum haben die denn also einen Schaden? Jetzt fangen die hier an wie Fairy Tale. Lässt ja verlauten. Mann, ey. Mit Verlaub. Ist das wirklich in Ordnung? Oh. Mit Verlaub und nein.
Also vielen Dank. Ist das denn in Ordnung? Also um ehrlich zu sein, finde ich das gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Ja, ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Finden Sie das in Ordnung? Oh nee. Oh Gott, bitte was, Klaus. Ich bin bei sowas Feuer und Flamme. Ja, das merkt man gar nicht. Bist du auch so ein Spacki? Spakterie. Oh, ich muss Klaus dieses... Klaus, Mann. Das ist okay, dieses Emote wegnehmen. Klaus muss sich den Hals brechen, so. Hey, wieso? Oh, nur so. Wo findet das auf? Ja, Liz auf. Lässt sie verlauten. Aber ist das wirklich in Ordnung? Ich kotze auch nur dezent im Strahl gerade. Ist das in Ordnung? Lässt sie verlauten. Um ehrlich zu sein. Ganz süßer Basis. Wer ist es? Lässt sie verlauten. Keine Willkür. Oh, jetzt geht's los hier. Kommt alles wieder hoch. Aber wir nennen keine genauen Zahlen. Ja, oh, das ist auch so furchtbar, Alter. Oh Mann, ey. Keine genauen Zahlen, aber an alle 3 Sekunden nennt der Zahlen. Kann man nur so lost sein. So, jetzt haben wir extra den ganzen Weg hier drumherum, damit wir dann irgendwie hier durchkommen. Also statt wir einfach darüber hüpfen, ne? Ist ja nicht so, dass sie hoch springen können oder sowas, aber ist okay. Verpiss dich. Und den haben wir auch. Und das war ja im Grunde nur... Weil... Doch. Müsste ich ja da durchkommen. Theoretisch, weiß ich nicht. Nee, immer noch nicht. Okay, dann muss ich die andere Richtung. Muss ich hier rum. Ich geh nochmal die Hackansicht. Also steig jetzt nicht ein. Oh Mann, ey. Kann man nur so verloren sein, ey. Ich freue mich, dass wir das geguckt haben. Ja, das Problem, es war ja nur ein Teil davon. Okay, Chat, okay, das ist. Tschüss, Klaus. Lässt es ja verlauten.
Aber um ehrlich zu sein, ist das in Ordnung? Scheiße, es passt an. Ich hab euren Faden verloren. Ja, das sind ganz viele Insider, die wir gerade wild durcheinander mixen. Alles gut. Blickt da selber nicht mehr durch. Ja, darauf warte ich. Will ich unbedingt sehen. Den hätten wir Samstag gucken müssen. Angetrunken. Ich höre mich auch gut darum versprochen, das macht gar keine Arbeit. Nee. Kätzchen macht Kätzchengebühren. Jeden Monat. Ich habe eine gute Lehrerin, und zwar Nami. Nami unterrichtet mich. Ja, sag mir, komm ich zusammen. Das wäre lustig, nochmal zu sehen, ja. Was er also wohl dazu sagt? Was soll sie denn dazu was sagen, was? Du meinst ja nicht von Robin. Du meinst von Nami. Nami ist die Geldtante hier, die Diebe. Sie lernt mir nur, Geschäftsfrau zu sein. Okay. Robin unterrichtet mir Archäologie. Wissen. Nicht, dass jetzt jemand was Falsches denkt. Archäologie. Nee, das nicht. Wir nennen Titologie, aber die gibt's nicht. Nein, ich höre gespannt den Geschichten zu. Das würde ich Tatsache machen. Ich finde es aber sehr interessant. Was ist daran eigentlich ein Gorilla? Das sieht sehr komisch aus. Titologie klingt auch interessant. Gute Nacht, Stefan. Schlaf gut.
So, einen haben wir. Wow. Wow, er hat sich selber dabei gekillt. Das sind Spacko. Aha, guck mal, die sind anfällig dagegen. Oder auch nicht. Also die Pfeile waren nach oben, aber anscheinend interessiert es sie doch nicht. Okay. Schade. Jetzt kommen noch mehr Pfeile, euer Ernst. Mach das Weather Kill, schlaf du auch gut. Alle gehen schlafen. Schlaf, gut schlaf. Gegen Schlafen Keks kommt. Ja, ich gehe jetzt auch gleich. Hallo Keks. Hat es spät? Ja, und ich muss morgen früh aufstehen, deswegen. Ja. Joey kann ich lesen. Kann ich. Nee. Morgen auch nochmal Mittwoch wieder früh, heißt Mittwoch Zombie-Modus. Oh je. Aber wisst ihr auch, wie du manchmal überziehst? Nee, kann ich mir nicht erlauben. Nicht morgen. Meine Unterstellung. Sie schreibt aber manchmal, manche schreiben, dass ich immer überziehe. Immer und manchmal ist ein großer Unterschied. Die Katze ist super, ich nehme die dir weg, Alter. Ein Bildungsurlaub vom 14.2. bis 27. ist genehmigt. Was ist ein Bildungsurlaub? Nee, immer machst du ja nicht. Klaus! Ich bin da lang gelaufen. NES Lobby no Mosa tachi ga so yasuyasu to toppa sareru hazu wa. Genjitsu o mitomero yo. Gen ni ore tachi wa koko ni iru. Ah, ich verstehe, Keks. Mit großer Macht kommt halt große Verantwortung. Yoshi! Ja, soko no hi o haku taiho bukkoasu wa. Wird von normalen Urlaub abgezogen. Ah, okay. Fuzakuru na! Wie sind wir die Katze weg? Dann bin ich ein gebrochener Mann. Aha. Ach, nicht vom Urlaub. Ah, ja, ich bin müde. Man geht schon davon aus, dass sie einem mal alles auch vom Urlaub dann wegnehmen und sonstiges. Ist ein Wunder, dass sie das nicht machen. Kennt man sonst nicht anders. Schläge, die ich bekomme, ich breche dir direkt erstmal den Hals. Ich
müde und ja, geht so. So geht's mir. Verrecke! Ich hab keine SP mehr. Dann machen wir jetzt so Schaden. Außen ist minus 5. Fuck. Die ist minus 5, wo bist du? Krass. Hallo Lisa, wie geht es dir, Knacks? So weit wird es gar nicht kommen, Klaus. Direkt sehen. Sind plus 1. Trevor friert euch. Alles gut, kannst du erzählen? Was jetzt mal erzählen? Hätte heute einen neuen Bewohner. Oha, what the fuck? Okay, Keks. Ach du Scheiße. Also so wie mit Frauen, die zu große Brüste haben und dann, ne? Also normal, ohne OP und sonstiges, hat der riesen Hoden. Das muss aber auch bestimmt körperliche Schmerz oder Beeinträchtigung haben, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch so gesund ist. Ist ja bei Frauen auch, wenn die zu große Oberweite haben, dass sie dann auch Rückenprobleme und alles kriegen. Weil es zu schwer ist. Ist halt nur schwerer zu tragen. Ja klar, aber das ist ja halt auch nicht so geil. Muss ja deinen Körper dauernd durchhalten. Aushalten. Oh Mann. Dass es nicht alles gibt. Habe ich aber auch noch nie gehört. Krass. Ziehen wie Sau. Ja, angenehm stelle ich mir das nicht vor. Ich glaube, wenn einer zu dem sagt, was meinst du, hast du die Eier, wird er eine Überraschung kriegen. Ja, ich glaube auch. Eine ganz, ganz gewaltige. Oh Mann. Aber schon krass. Bronze Fledermaussuppe. Teufel. Da muss ich runter, okay. Guck mal hier hinten, weil das ist so ein Speicherport. Alter, was? Lady ga matte ru tte iu no ni mattaku yabo na yatsura da ze. Party table kick call. Der drückt einen Schieflein. Oh Mann. Yoshi, kagatte koi. Kyo sekando. Kono mo no. Jetto Oh Mann. Jetzt habe ich Mayonnaise verstanden. Oh nein, jetzt ist die Attacke versaut. Ich auch. Endlose Mayonnaise. Oh nee. Sanji-kun, itadaku wa?
ごしらえだ。ありがとう。かねえな。Toll, es ist ja ohnmächtig. Endlose Mayonnaise. Envy Mayonnaise. Oh nee. Oh fuck it. Oh nein. Toll, Lisa. Endlose Mayonnaise. Geil, endlose Mayonnaise. Muss die wieder kaufen gehen. Ich klippe. Oh Gott. Gute Frage, Tori. Vielleicht will der Ketchup sich vordringen. Und die Mayonnaise wegnehmen. Oh Mann, es. Wow, weil sie so liebliche Töne von sich gibt. Ich muss dringend ins Bett. お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。塩ビマヨネーズ。おにぎり。そうです。聞かねえな。Ich werde die Attacke nie wieder ernst nehmen können. Das ist doch scheiße. Wenn ich das in Anime höre, RIP. Ich hoffe, ich verdränge das bis dahin. Ich vermute nicht, Lisa. Ich vermute auch. Wenn nicht dran erinnern, Ehrensache. Fuck you. Die Mayonnaise? In diesem Kühlschrank war vorher Cola. Cola? Ich sehe nur Fleisch. Also gut, essen wir das Fleisch. Wir haben keine Zeit zum Essen. Zuerst müssen wir Lissab und Frankie finden. Hast du einen riesen Kühlschrank? Holy shit. Ah, Piraten, bitte tötet mich nicht.